Hallo und willkommen zum heutigen Rust mit dem Daniel, der Gabi und dem Max. Hallo. Hi. Hallo. So, leider ist meine letzte Aufnahme kaputt gegangen. Ich weiß nicht warum. Nee, die ist einfach nicht aufgenommen. Ja, halt ist halt nicht aufgenommen worden und nichts. Und aber was denkt das? Das Fenster Daniel, du kannst das Ganze mal. Ja, wer klopft denn schon wieder? Habt ihr das Passwort geändert? Ach komm. Ihr müsst jetzt echt einen Code eingeben. Hä, Mama? Lass mal bitte kurz. Dann halt schon mal. Ich hab den Code gerade eingegeben. Mach mal wieder die Tür auf. 3, 5. Ja, okay, danke. So, wie viel Holz habe ich denn noch? Okay, also ein bisschen kann ich noch bauen. Kann man ein bisschen schwer machen, kann man den werfen? Ey, mach mal bitte dieses Ding mal bitte grün. Warum? Da kann ja jeder ran. Ja, ich kann aber jetzt momentan auch nicht rein und ich kann es schlecht in der Aufnahme eingeben. Ah, das geht doch. Wir sind da momentan eh noch zu Hause. Sind wir das? Niemand reinkommt. Ich habe auch einen Codelock. Nee, ich kann einen machen. Mann. Ja, ich kann auch einen machen. Warum ist das Spiel immer noch so Airdrop-Ankündigung? Ja, hab's gehört. Wie Airdrop. Was can't afford? Warum nicht? Warum ist der Game Sound Volume nicht das, was. Ey, ich nicht. Wo ist Airdrop? Airdrop denn? Nein, Ankündigung war nur. Can't afford to place? Warum? War hier ein Pillar oder was? Ein Jan Pillermann Otze? Jan Pillermann Otze. Nix. Hey, wieso kann ich hier nicht bauen? Ich kann hier nicht bauen, Jungs. Ja, Pillermann Otze. Was? Please give me an error. Deswegen gebe ich halt Ohrwurm. Tschüss, Buddy. Oh. Achso, ich weiß, warum ich nicht mehr bauen kann. Warum? Ich habe kein Holz mehr. Ja, hör mal auf zu lachen. Hier, tu mal mitmachen hier. Holz sammeln. Tu dich mal nützlich machen allein schon. Na, ich hab gesagt, tu mal mitmachen, nicht tu dich mal nützlich machen. Hey, man muss die Channel eigentlich nochmal machen. Vorsicht, nicht erschrecken. Your channel was edited. Oh, your channel was edited. Du hast ein Wildschwein. Ja, umhauen, damit wir alle Schlafsack kriegen. Ah, tot. Jawohl, hauen um. Nee, er bewegt sich noch. Gehst du Holz sammeln? Ich geh. Aber hier, dann nimm die Dinge hier mit. Ich hab 30 Dingens. Was? Wir können einen Schlafsack machen. Ich hab auch 30. Ja, gib mal. Dann renne ich gleich ins Strahlengebiet. Wollen wir nicht erstmal ein Ding lieber machen? Was? Wollen wir nicht erstmal lieber Schlafsäcke machen? Ja, deswegen meine ich ja einen Schlafsack. Ich denke, für mich, dann renne ich da einfach rein. Ja, bringt ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. Ja, bringt ja nichts, wenn. Ich habe ja noch eine Spritze, also es ist nur falls ich sterbe, meine ich. Weißt du? Ach, du willst wieder fixen? Hm? Ja. Dann pack aber bitte alles, was du. Alles hier rein. Ja, ich bin doch nicht doof. Kein Kommentar. So. Oh, ich habe noch 1000 Holz. Ja, hier, drop einfach. Achso, okay. Voll Radiation, hier kann ich nicht jagen, da sind voll viele Tiere. Wir haben noch mehr. Ey, Alter, das Feuer ist ja jetzt riesengroß. Das ist voll viel Lagerplatz. Alter. Auf jeden Fall mit Bäumen ist hier schon mager. Ja, komm mal zurück. Ja. Da hinten ist der Airdrop. Ich glaube dir jetzt mal alles, ne? Jo. Was ich nicht brauche. Aber vielleicht glaube ich dir auch mal. Da hinten fliegt der Airdrop. Was? Hör den nicht mal. Ja, das reicht ja, wenn du ihn rennst. Ist so. Ja, es braucht schon mal. Ey, das Menü ist auch gar nicht mehr so verbuggt wie vorher, ne? Ne, irgendwie nicht. So, jetzt immer noch. Fleisch. Ich droppe da auch ein bisschen was, ne? Kann ich dann was in die Kiste verschieben? Kannst du auch trotzdem bloß zwei Stück reinlegen, ne? Also Fleisch. Wie kann ich das bitte in die Kiste verschieben? Einfach nehmen und unten rechts reinschmeißen. Ne, geht nicht. Warte mal, probieren wir nochmal. Wieso droppt der einfach so viel, Alter? Das war ich auch. Boah. Ich hab ewig viel. Hier Maus, ich droppe dir mal die. Schau mal, ich droppe dir mal die Axt. Mal, hinter dir? Fliegt der denn ohne irgendwas zu droppen? Das ist ja heftig. Ey, ich kann das nichts rüberziehen. Geht nicht.
Oder hat er schon was gebaut? Ich hab, glaube ich, Steine, Sulfur. Ja, das hat er sich aufgesammelt. Weil ich mir gedacht habe, wenn ihr einmal trottet, schmeiß ich gleich mit. Ah, oh, schreck mich doch nicht. Hallo, mein Arsch brennt. Burn, Baby. Ich kann da nichts in die Kiste tun. Warum? Weiß nicht, das will nicht. Ich ziehe das so rüber, es geht aber nicht. Occupied. Was muss grün leuchten? Das, was ich rüberziehen will, oder die Kiste? Denn? Ja, du ziehst es von der Mitte nach rechts. Geht nicht. Ach, ich lasse einen Airdrop mal Airdrop sein. Geht nicht. Das lohnt sich nicht. Kann nur alles in meiner Inventar tun. Okay, gehen wir kurz raus aus der Kiste? Da bin ich. Ja, ich denke mal, diese Kiste hat bloß 5 Lagerplätze. Eventuell. Ach so, deswegen. Das kann möglich sein, dass es noch ein Anzeigefehler ist. Ja, das ist weil das Feuer kannst du nämlich auch ewig viel Zeug reintun, aber du kannst gar nicht so viel brennen da drin. Du kannst bloß 2 reinlegen. Ja, kannst du dann eine Kiste machen oder so? Es ist leider etwas buggy. Warte mal, ich schmeiß mal das, was ich wirklich nicht brauche, weg. Also, ich brauche keinen Bogen, also haben wir genug, oder? Ja, ich denke schon. Dann schmeiß ich das. Schmeiß ich weg, dann schmeiß ich meine Fackel weg. In dem Fackel, wenn ich falls ich. Ja, doch, kann ich wegschmeißen. Nee, warte. Ich brauche auf jeden Fall erstmal was zu essen. Mein Stein schmeiß ich weg, den brauche ich nicht. Bogen schmeiß ich weg, den Bogen schmeiß ich. Alter, wie extrem er mit dieser eisernen Edge Hatchet abbaut, ne? Ja. Ist krass, ne? Ich muss das Passwort auch noch eingeben. Warte mal. Du hast die auch, ne? Sammelst du das Holz doch nicht? Was? Ja, Holz sammeln. Ah. Hab ich doch vorhin gemacht. Warum piept das Schloss jetzt? Ja, wir warten doch. War laut. Ja, lass halt grün das Ding, ich hab's auch. Ja, ich muss nämlich gerade mich freischalten. So, schauen wir mal. So, wo dürfte ich mein Bett hinlegen? Leg's halt irgendwo hin, wo du möchtest. So, jetzt muss man gucken. Ja, wegen weiterbauen. Ja, ich baue jetzt hier hinten noch eine Etage. Wir hatten hier draußen einen Sack hingeschmissen. Ich weiß nicht. So. Zu wenig Bäume. Foundation. Hallo? Hinterm Haus ist ein Riesenwald. Achso, ich habe gedacht, das sind die einzigsten Vorziehteile. Nein. So. Warum kann ich hier nicht mehr bauen? Das ist zu hoch, oder was? Das ist aber kacke. Wir müssen das uns auch noch so ein Ding ins Bauen, ne? Aber sehr kacke. Was für ein Ding? Ja, so ein. Tool kaputt. Ja, haben wir doch schon hier eins hier unten stehen. Echt? Hm. Gar nicht gesehen. Ich muss halt nur noch einbauen. Ja, da haben wir es schon autorisiert. Du dich nicht. Weiß ich nicht. Null. Na doch, dann hätte ich den Sleeping Bag nicht hinpacken können. Ich brauche eine neue Kiste, deswegen mache ich mir mal gerade ganzen Müll da reinzuschmeißen. Ja, das geschieht mit dem Teil, ne? Jedenfalls so schnell verliert man da gar nicht Leben drin. Bring was ordentliches mit. Wo ich vorhin letztes genau, Mal. Genau, was ich, Spannendes. Was ich Spiel. Wo ich letztes Mal drin war, bin ich einmal rundherum gelaufen. Wo ich rauskam, hatte ich dann noch 30 HP. Wer das Feuer ausge. Nein! Verbrannt. Ich brauche Holz. Ich habe nur noch 1300. Ich brauche Holz, ich habe keins mehr. Warte, ich droppe dir ein bisschen. Ich schmeiß draußen vor die. Wo? Ja, im Haus. Nur 1300, aber ich brauche. So, ja. So, wie war das? 60 Holz, ne? Ja. 5 Lagerplätze hat man. Toll, ich brauche noch eine Kiste. So, 60 Holz und 2x Fleisch und anzünden. Oh, es brennt. Draußen vor der Tür liegen 2 Säcke, die können nur liegen lassen. Das sind bloß nee, sind verbrannte Fleisch. Das sind 6 Plätze, ja. Mit Wäldern ist weg. Okay. Ja, unsere Hütte hat schon ein bisschen Form angenommen. Ich mache jetzt hier ein Dach rein und dann werde ich hier hinten welche Treppe reinziehen. So, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg, ne?
Da ist gerade noch alles da rein. Macht er grad... Ach du mal, hallo, ich hab bloß jemanden klopfen hier draußen, Alter. So, mach mich dann mal auf den Weg, ne? Ja, komm mal bitte leben zu. Brauchst du noch Anti-Radiation Pills? Kannst du mir geben, das ist gut. Nee, verschwenden. Kann er doch nicht. Was bedeutet das da oben? Wenn er stirbt, dann stirbt halt. Danke. Das ist dein Essen. Ich hab einen Schlafsack. Das können wir benutzen, wenn mal irgendwie was Größeres gibt, wo man rein und her rennen muss. Tschüss. Einen Schlafsack hast du gelegt, ja? Ah, nee, warte. Ja, hab ich. Ich muss noch meine Sachen weglegen. Lol, hier kommen erst 500 Leute reingestürzt. Hallo? 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 Da geht die Tür auf, kommen 500 Leute reingestürzt. Ja, ich bin neben dir. So. Bis gleich. Viel Spaß. Ich mag es, echt? In radioaktiven Gegenden zu spielen. Ja. Ich mag es, in radioaktiven Gegenden zu spielen. Oh, sehr schön. Auf. Du kannst dir rein theoretisch, Maus, noch ein bisschen Fleisch vom Ding nehmen. Indem du den Hammer in die Hand nimmst. Ich hab keinen Hammer. Ja, du brauchst einen Hammer. Oh, es ist laut. Hammer. Laut. Du bist Hammer. Was? Wenn du dich bewegst vom Outfit, Hammer einzigartig. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? E gedrückt halten. Und dann unten links. Wo ist die Kiste suchen? Wo ist die Kiste? Jetzt kannst du da rechts. Doppel ME, Hammer, yeah. Ah, ist das falsch? Rechts doch. Wow, ein Bluefin vom Bogen. Yes. That sounds good. Und dann Eat. Ja, das sehe ich. Aber ich will auch einen haben. Ah, da ist noch eine Kiste. Oh. Ah, nur ein Bluefin von der Laterne, wird sie verarschen. Pass auf dein Leben auf, Alter, ne? Naja, hab noch 26, ich hab noch eine Spritze dabei. Ja, wirkt die auch gleich. Ja, die wirkt direkt. Oh, hier sind auch ganz... Oh, ich hätte mir meine Spitzhacke mitnehmen sollen. Ja, jetzt nehme ich mal die Spritze. Warum geht's nicht auf? So, 43 HP. Dann hau ab. Oh, hier ist ein Reh. Bist du wieder rausgekommen? Ja, ich bin schon unterwegs. Okay. Da klopft einer an der Tür. Also brauchst du quasi eine Spritze oder was? Ja, wenn du reinrennst. 11 HP und dann habe ich die genommen, dann hatte ich wieder 42. Da war halt nicht so viel drin. Ich bin die ganze Zeit rundherum gelaufen, ne? Hätte ich so ein Hatchet, dabei hätte ich noch die ganzen Teile kaputt gemacht. Bin aber noch immer radioaktiv verstrahlt. Was mache ich jetzt mit dem Hammer? Machst du rechts irgendwo hin, wo du was bauen möchtest? Ah. Und dann make stone. Willst du eventuell essen? Ist gerade was auf dem Herd. Wir haben noch 22 HP. Das Ding ist hier oben weg. Ja. Ja, guten Tag. Stone doorway, missing token. Ich bin wieder aus dem verseuchten Gebiet da. Sehr schön. Da war nicht viel drin, nur ein Blueprint vom Bogen und Laterne. Aber naja. Vielleicht habe ich das nächste Mal Glück. Macht er das jetzt auch? Was macht er? Foundation Steps? Sein, das sind alles nur Büsche. Wo ist mein... Wo? Wo bist du? Verlaub dich auch bitte nicht, ja? Der hinterm Haus, unter. Du hast gesagt, das hinterm Haus ist voll viel Wald. Ja, übers Wasser drüber. Ach Gott, nö, willst du mich verarschen? Ein bisschen um die Kurve rum. Hallo? Ah, jetzt. Oder wenn du aus dem Haus rausrennst, schau mal. Du, hier unten geht's aus dem Haus raus, ein bisschen schräg links rüber. Ach so, ich bin genau hinter das Haus gelaufen. Das ist quasi da drüben. Geh mal nach links. Hey, da hat noch einer gebaut, oder? Ja, ich weiß, wo sie ist. Das ist ein Stein. Also, achso, Leute, das hat jetzt ausgeschaut wie ein Gebäude. Das viele Steine. Das passt so mit der Treppe hier, oder? Ja. Also wieder lauter Spiel. Ich glaube nicht, dass hier jemand herkommt. Naja. Wie viele sind überhaupt online? Wo seht ihr? So, unser Cupboard ist auf jeden Fall schon mal eingebaut.
Aber wenn jemand dazukommt, kann er aber auch nicht mehr mitkommen, ne? Doch, wir können wieder abreißen. Wo meinst du jetzt? Bin ich jetzt doof oder tue ich nur so? Wenn du aus dem Haus rauskommst, schräg links rüber. Das Autorisieren sieht man nicht mehr, ne? Was? Das Autorisieren sieht man nicht mehr unten rechts, oder? Weil sie hat das nicht gesehen. Ah, nee, stimmt, das sieht man gar nicht mehr. Links. Dann dachte ich, hä, bin ich autorisiert oder nicht? Genau, genau in die Richtung. Bei dir sieht man es wenigstens. Ja, ich kann es dir einstellen. Nee, lass mal, nee, sonst nicht. Genau in die Richtung, genau da oben. Ja, schon, aber wenn du den Unterschied zwischen dir und mir siehst, ich laufe blind. Warte mal ganz kurz. Ich sehe ja nichts. Ich war auf einmal auf 20 oben. Mhm. Zum Hintergrund irgendwas offen? Nein, eigentlich nicht. Nö, ich war echt schon mal oben. Ich glaube, wenn das Spiel wirklich fertig ist, läuft es doch besser. Siehst du wenigstens ansatzweise. Ja, aber bei Gabi ist halt das Problem, sie hat halt einen Grafikchip und keine Karte. So, noch. Weil ich halt so geizig bin, die kriegt jetzt Neues zu kaufen. Und der sagt immer, kauf mal und ich sag immer nein. Die kriegt jetzt aber Anfang. Also jetzt die nächsten Tage kriegt sie aber eine Karte rein. Ist in Haus. So. Und dann baut ihr mal drauf. Okay, Holz haben wir noch. Wie viele Etagen wollen wir denn bauen? Weiß ich nicht. Bau erstmal nochmal so eine Schleuse ein. Ich würde noch einen ganz großen Turm oben aufbauen. Ja. Und ganz oben in den Turm unsere ganzen Sachen rein. Also eine Schleuse. Du kannst ja nicht. Schleuse, du kannst ja nicht mehr hier großartig viele Dinger bauen. Großartig viele, großartig Türme oder sowas. Ja, das kannst du nicht mehr, weil du musst auf die Stabilität achten. Weil was bringt das, wenn die Bude dann einbricht? Ja, ich meine auf unsere auf die oberste Hallo. Etage rauf, eine. Mann. Also das Schleuse habe ich eingebaut. Ja, das muss auf jeden Fall. So, ich komme wieder zurück. Zwei Stockwerke. Und aufs zweite Stockwerk in die Mitte vom Haus noch einen Turm aufbauen. Der wird's aber unten so instabil machen. Ich habe aber diesmal nur ein Dings an der Schleuse, ne? Nur ein Fenster an der Schleuse. Ja, reicht erstmal. Dann können wir immer noch was dran machen. Ja. Ich glaube, wir sind eh relativ weit weg vom Schuss. Also wir haben, glaube ich, eine echt gute Position gewählt. Wir müssen halt nur derbe viele Tiere haben, wenn wir alle in den Ja, ich werde jetzt auch gleich mal auf Tiersuche gehen, wegen... Ja, aber erst am nächsten Morgen wieder. Im radioaktiven Gebiet waren zwei Hirsche, die konnte ich aber nicht jagen, weil ich sonst vergiftet werde. Habe ich auch mal. So, ich muss das Haus gerade wieder finden, weil ich höre die ganze Zeit Dingens, aber ich sehe gerade nicht. Jetzt gehen meine Frames wieder runter, weil es dunkel wird. Oh, ich renne. Was denn? Ich bin gleich tot. Warum? Wir segnen Tier. Oh, ich hab 12 Leben nur noch. Wirklich. Und tot. Wirklich, ne? Hä? Warum? Ja, aber da war irgendein Wolf. Wir haben sogar bei uns in der Nähe einen Leuchtturm, ne? Unten im Wald, ganz vorne an. Da ist auch meine Axt. Ich hab noch so eine Axt. So eine Metallaxt? Ja, kann sie haben. Ja, das Problem ist halt bloß, wo bist du jetzt? Das ist das Problem. Ja, im Dunkeln ist es jetzt richtig mies. Ja, das ist ja eben, wo ist sie jetzt? Wer läuft? Achso, das bist du dann. Du musst erstmal drauf drücken, dass du aufstehen willst. Und mein ganzes Holz liegt da unten bestimmt. Ja, das die spawnt glaube ich. Ich bin genau am... Am was? Am... Wie heißt das? Sprich halt an Leuchttürme. Okay. Es gibt mehrere Leuchttürme. Das ist das ganze Problem. Wir haben ja insgesamt vier. Wir haben ja noch keine Orientierung. Du warst da drüben an dem Wald, oder? Ja. Weil ich habe den Schlafsack irgendwie scheiße platziert. Gehen wir mal zurück, gehen wir mal rüber in den Wald. Wenigstens mal ihr ganzes Zeug holen. Hä? Geht mal bitte mit, komm, wir gehen mal rüber in den Wald. Das ist die Despawn. Aber das Despawn noch nicht direkt. Doch. Hä? Direkt weg. Ja, hatte ich auch, sonst hätte ich die Farbe wieder geholt. Also hatte Daniel vorhin auch. Der ist seine ganze Waffe verloren. Und der ist genau daneben wieder gespawnt. Oh Mann. Das ist
Minecraft Hardcore. Es geht nicht, das Killen. Was? Es geht nicht. F1. Ja, F1. Und dann ohne Kill eingehen. Das ist tot. Wie jetzt etwa? Ja, das Problem ist halt bloß, wir haben halt keine Orientierung. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Und vor allen Dingen ist es gerade dunkel. Warte, das heißt, lass. Ich würde sagen, wir bleiben. Wir warten, bis es hell wird und dann gucken wir nochmal. Versuch halt irgendwie. Holz? Ja, ich hab Holz. Für was? Ja, ich will hier Steinwände machen hier unten. Ja, Moment, ich baue ja erstmal hier oben unsere Hut fertig. Zumindest hat die zweite Etage oben drauf. Ich überleg gerade, wo wir lang gelaufen sind. Mein Bett habe ich auch ein bisschen scheiße platziert, ne? Oder ja, das kann man nur noch mal abreißen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, dann müssen wir ein neues bauen. Kostet auch wieder. Ja gut, das ist ja kein Thema. Wir haben ja dann bestimmt früher oder später wieder Zeug. Wichtig ist halt erstmal Essen. Dass wir überhaupt einen Schlafsack haben. Ich hab mal gerade ein Fleisch gegessen. Von 28 direkt auf 73 HP wieder. So, Holz ist alle. Shit, Mann. Das Problem ist halt, dass es halt dunkel ist. Was sind das? Hütte oder Steine? Das sind Steine. Das ist halt echt mies, das ist halt. Mit dem Dunkeln habe ich gar keine Orientierung. Draußen läuft ein Reh rum. Wo läuft ein Reh? Irgendwo draußen. Ja schon, sagt ja gar keiner was, aber das Problem ist halt, wir müssen sie halt jetzt wiederfinden. Beziehungsweise du musst. Wir sterben alle so oft oder wir sterben alle mal. Ja schon, das sagt ja keiner was. Es geht jetzt halt bloß um das Wiederfinden, weil wir halt in einer komplett neuen Gegend sind. Jedenfalls, ich weiß, dass, warte, hier hinten, also hinter dem Berg ein Leuchtturm ist. Hinter welchem Berg? Hinter den hier, also hinter unserem Haus, ist ein Leuchtturm. Glaube ich, warte, ich muss noch weiter nach da lang, weil ich von hier gesehen habe, den Leuchtturm. Ja, ich bin jetzt wieder bei in der Nähe von dem Leuchtturm. Ja, du spawnst immer in der Nähe von dem Leuchtturm. Deswegen ist ja jetzt eigentlich auch so die Frage, wo spawnst du? Ich laufe jetzt einfach mal Richtung Leuchtturm. Ich erschrecke mich nicht. Ja, und du nicht erschrecken, ich laufe rechts neben dir. Ja, ich bin nicht doof, du hast ein rotes Ding an. Achso, hier irgendwo war der Leuchtturm, den hab ich vorhin gesehen, hä? Oder hab ich meine Sichtweite unmöglich gemacht? Oh. Was? Hier ist was. Da ist ein Licht. Kein Licht? Das ist auf jeden Fall nicht wir. Hat irgendeiner von euch Licht an? Nee, ne? Echt gerade, warte, mach mal aus. Nee. Also am besten killen. Ist ja auf jeden Fall ein anderer. Der Leuchtturm war noch hier. Das Problem ist halt bloß, du hast halt hier auch keine Anhaltspunkte irgendwie. Wo wollte ich den Leuchtturm denn gesehen von welcher Richtung? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Leuchtturm gesehen habe. Hast du den vielleicht gesehen, wo du an dem radioaktiven Gebiet warst? Ja, wo ich wieder rauskam, Richtung unser Haus gelaufen bin. Ja, da. Oh, hier, direkt hinter unserer Hut ist ein Ding gespawnt, ein Barrel. Links nehmen wir uns auch ein Haus, ne? Lederclothes und ein Wooden Spear habe ich gefunden. Wo ist ein Haus? Ja, links von uns. Und ein Turm ist hier hinten. Ne, da ist ein Baum. Hier, Chris, wo ich bin, ich mach grad Licht an. Hm? Da weiter ist ein Haus. War schon recht groß sogar. Problem ist halt bloß, hier unten ist jetzt das radioaktive Gebiet. Ja, jetzt sind meine Performance wieder besser. Stehe ich nicht. Erst danach war es schlecht. Da verstehe ich das Spiel nicht. Hier ist auch ein Haus an. Vielleicht von Kopf? Nee, das ist auch nicht das richtige Haus. Das ist so ein richtiges großes Ding. Radioaktiv ist ja. Zurück. Mach mal kurz Licht aus, Max. Ich hab kein Licht an. Daniel, Licht aus! Und
sehe ich okay, nicht. Okay, nee, nee, ja, passt, du kannst wieder anmachen. Gabi hat bloß gerade ein Licht gesehen, deswegen. Habe ich gerade gedacht, das ist einer von uns. Ich glaube gerade zu diesem komischen Haus da. Nee, 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 da trinkst du. Ich muss doch irgendwie so langkommen, oder? Mm, das bringt aber, glaube ich, nichts dazu laufen. Hast du, mal kurz deine Fackel an, bist du, du bist im Grünen, oder? Oder bist du im Sand? Ich meine, gut, hier ist eh Strand, lauf mal schon nach oben. Nach rechts, rechts oben, nach rechts. Das ist, ja, das ist Grüngebiet, ne? Ja. Oder ist alles Sand? Nee. Nee, ist nur Grüngebiet. Ja, dann kannst du dich eigentlich töten, du bist auf jeden Fall nicht richtig. Das Haus hat keine Tür, willst du mich verarschen? Ah doch, da ist eine Tür. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir Tiere töten, dass wir Schlafsäcke ranbringen. Ja, ich versuche gerade ins Haus zu kommen, ob da irgendwie sein Kapport irgendwo rumfliegen hat. Oh Leute, ich sitze im Kaktus. Hä? Ich saß gerade an so einem großen Kaktus drin, hätte mich gewundert, warum wir nicht weiterkommen. Ey, schränkt sich. Da ist ein Kapport, ich kann das Ding kaputt machen. Ja, du brauchst bloß dich zu autorisieren, also beziehungsweise deautorize und dann autorize. Ja, mach kurz deine Fackel an, bevor du dich killst. Warte mal, wir haben doch hier überall Wasser. Ist gut? Also direkt ran komme ich nicht, ich kann es kaputt schießen. Wir haben überall Wasser. Das ist eine andere Frage. Wieder am Wasser. Weck dich auf. Mach mal Fackel an. Wer? Gabi. Geht nicht. Der Mond geht dahin gerade auf. Dreh dich mal jetzt um, wo du den Mond siehst. Oder ob der Peter überhaupt schon aufgegangen ist. Hilfe! Ich werde überfallen! Nein! Im Haus! Im Haus! Der Typ ist tot! Ja? Aber ich blute. Esst was, im Ofen muss ein Fleisch sein. Keine Ahnung. Warte, ich hab einen Verband, das ist am vorbei. Deswegen wollte ich ja die Tür immer zumachen, aber... Ja, ich kann diese scheiß Tür nicht zumachen. Ich hätte es halt vor deiner Aufnahme den Code eingeben müssen. Hab ich gemacht. Wer kommt da mit Licht? Ich nicht. Ja, ich. Ich auch nicht. Nicht kommen. Warum kannst du die Tür nicht zumachen, wenn du den Code eingegeben hast? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe den Code ja... Ich habe das Schloss ja gesetzt. Ich habe den Code ja eingegeben. Nee, ich habe den Code eingegeben. Ja, aber ich habe ihn dann auch eingegeben. Ach, wo bin ich denn jetzt? Beim Mond. Ach, okay, warte mal, du siehst einen Mond. So. Hä, wo bist du jetzt hin? Ich bin hochgelaufen, ich blute schon nicht mehr. Du siehst einen Mond, ja? Wo? In welche Richtung? Mann. Stopp. In die Richtung. In die Richtung, wo der Mond ist, muss auf jeden Fall laufen. Da bin ich vorhin schon. In die Richtung, wo der Mond ist, musst du hinlaufen. Ja, das ist aber das radioaktive Gebiet. Ja, dahinter sind wir wahrscheinlich. Und wie komme ich dann da durch? Aber du siehst den Mond so, das heißt, du bist in die Richtung. Wenn da das radioaktive Gebiet ist, dann bist du hier hinter dem Wald. Bitte? Ja. Hast du gehört? Du bist hier hinter dem Wald. Hallo? Ja? Soll ich mir die Hose klauen? Ja, kill ihn halt, wenn der eine Hose hat. Wer alles? Töte ihn. Töte jeden, der irgendwas hat. Schreien die Hand nehmen, Steuerung gedrückt halten und dann... Hast du zugemacht, Daniel, ja, ne? Ich hab gerade so ein Cupboard kaputt gemacht, aber ich kann nichts löschen aus seiner Hut. Steuerung gedrückt halten, dass du dich duckst. Und dann draufhauen. Kaputt machen. Oh, der dauert 120 Sekunden. Steuerung gedrückt halten, dass du dich duckst und dann draufhauen. Bin zu blöd. Jetzt hast du Stein. Hau drauf. Haus daneben? Haus daneben? Haus immer noch daneben? Ich hab keine Ahnung. Ich bin so doof, ey. Ich bin genervt. Warum denn? Weil ich genervt bin. Kotzt mich einfach an hier, der Scheiß. Ja, er hat nicht viel gehabt. Die Busse hat er glaube ich gedockt. Ja, das macht's nicht. So, natürlich. Ja, der war doch eine Hose.
Weg ist er. Der hat keine Hose. Doch, der hat eine. Der hat auch keine Hose. Echt? Der hat auf jeden Fall einen gehabt. Das muss ihn komplett kennen. Ah, du hab angehört. Ja. So laut. Hast du mich, wie es mich gelaufen? Bei euch sieht man mehr als bei mir. Alter, was geht denn hier ab? Das ist ja auch dicht. Das ist ja mitten im Dunkeln. Ich sehe hier gerade auch nichts, ich stehe mitten im Dunkeln. Ja, das ist ein Stein. So, okay. Mama, jetzt geht gerade die Sonne bei dir auf, ne? Da eben. Mama, ich schau mal kurz, wo die Sonne aufgeht. Geht auf. Die geht in. Die geht da hinten auf. Da, wo der Mond ist. Du musst entgegengesetzt von der Sonne laufen. Entgegengesetzt von der Sonne. Voll logisch. Genau, entgegengesetzt von der Sonne. Also hier irgendwo lang, ne? Entgegengesetzt der Sonne. Ja, das ist entgegengesetzt. Ja, da oben ist ein Spieler im Übrigen. So. Da, was da leuchtet. Ja, das ist die ganze Zeit schon an. Dahin geht die Sonne auf, genau, du musst jetzt quasi von der Sonne genau weglaufen. Ich dring gerade in ein Haus ein, ne? Ja, bei uns ist gerade eine Tür aufgegangen. Na, das bin ich nicht. Ich bin da nicht. Okay. Chris, ich bin da, wo ich dieses Haus... Die übers Wasser scheinbar, ne? Ah, kipp mal um, du kommst hier mal. Nee, so. Lauf einfach am Wasser lang. Ich bin jetzt eingebrochen. Ist da irgendwas klar? Dass er sich jemand gleich erschreckt, wenn die Tür aufgeht. Ja, ich bin etwas... Sehkraft. Wer läuft außen rum? Gut, okay, dann würde ich mal trotzdem mal sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen nach oben da und schaut mal bei den anderen vorbei, beim Daniel, beim Max und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.